Black Mamba! Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part, einer neuen Saison von Champions of Regnum. Diesmal mit einem Hexenmeister, also zuerst noch einen Mager, aber später dann Hexenmeisterin. Und diesmal im Reich der Igen. Hier ist alles ein bisschen wüst, aber ja, wir werden mal in die Optionen gehen. Hier habe ich Anzeigetipps, brauchen wir nicht. Reittiernamen nicht verbergen. Hier haben wir eigentlich alles. Extra Quickbox feststellen. Ja, könnten wir. Transparenz aktivieren. Weltkarten Zoom können wir anmachen. So, Optionen. Sound ist eigentlich relativ gut. Und hier ist alles auf Maximum, außer Treppeneffekt, den brauche ich nicht. Und kann ich auch nicht aktivieren, das muss ich bei den Einstellungen aktivieren. Ich habe sehr viele FPS, also es geht. Und das dank einer neuen Grafikkarte, der GeForce GT640 in der Duo-Variante, also 2 Chip. Und ja, sehr schön. Also wir haben jetzt... Wir sind jetzt in einem anderen Reich und mit einem neuen Account. Aber ja, weil wir nur noch den verwenden, die anderen wurden leider gesperrt. Aber da ist Garamigo leider so zickig und sieht nicht ein, dass wir gar keine Vorteile daraus verwalten. Ich hoffe, der wird nicht gelöscht, sonst ist mir egal, dann mache ich halt nochmal so einen Account. Aber ich möchte einfach das Spiel spielen, sonst spiele ich es einfach auf Englisch. Mir egal. Also jetzt ladet es die Welt. Wir starten jetzt hier oben. Vorher sind wir da unten gestartet und einmal waren wir hier oben. Sind wir hier oben gestartet. Und ja, mal schauen, ob wir mit den Igen auch so erfolgreich sind. Oder ja, mehr oder weniger. Aber ich werde schauen, dass ich schnell levele. Also nicht alles zeige, aber dafür ja, das Wichtigste, das Spannendste zeige. Und mit diesem Charakter wahrscheinlich auch alles zeige. Weil ich mache noch nebenbei noch einen Barbar und der ja, den level ich schnell. So. Und da mir eigentlich Geld nichts ausmacht, werde ich auch ja, wieder Geld investieren. So. Und ich bin schon gestorben. Ich sterbe schon. Ja, toll. Gut, wo müssen wir hin? Schauen wir gleich mal, ob ihr das Ding tötet. Ah, Tempel-Tarantel, die sind da oben. Aha. Und wieso habe ich da noch das Teil hier unten? Shift up? So, jetzt. Gut, eine. Kommen noch welche? Ich kann mal ein bisschen Buff einsetzen, so. Und jetzt töten wir mal die Verfluchen. So, mein Barbar heißt übrigens Black Panther. Und dann werde ich noch einen Jäger nehmen, der ein bisschen die Gegner nervt. Aber ich weiß nicht, was ich da noch mache. Also, ob ich den überhaupt level oder so. So. Gut, dann können wir jetzt hier hin. Die Kampfmusik ist ein bisschen zu laut. Ich kann es... ich kann sie ausmachen. Gut. Ja, aber noch nicht jetzt. So. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt haben wir hier einen Pfeil. Können schauen, wohin wir gehen müssen. Hier ist irgendwelcher Vulkansand oder so. Puh. Weg da. Ich kämpfe wieder mit den Fliegen. Hier können wir mal Käfer angreifen. So. Also, Spaß habe ich am Spiel.
Ich hoffe, ihr habt auch Spaß zuzuschauen und ihr dürft jederzeit irgendwas wünschen, das vorschlagen und so weiter. Und wieso sind meine Haare so hell? Ich wollte die nicht so hell machen. Leider gibt's schwarz nicht. Aber ja, das ist wahrscheinlich nur wegen der Sonne, wegen den Überstrahleffekten so. Also, hier muss ich schwarze Käfer töten. Mach ich. Ja, ich bin Igen, also ich finde eigentlich Igen schon fast das beste Reich. Natürlich ist das Südenreich schöner durch die Wälder und so, aber da so, es eigentlich nur Klonbäume gibt, finde ich eigentlich das Igenreich schon ein bisschen ja, angenehmer, auch wenn es nicht so viele Details gibt und so. Ich finde alle drei natürlich sehr schön, aber ja, ein leichter Vorsprung hat das Igenreich doch schon. Und da ein Kollege von mir, der Draco, irgendwie so etwas, ich habe schon wieder langsam vergessen, sorry dafür, aber da der hier ist, kann ich ja mal, ja, vielleicht macht er mit, wenn er noch mitmacht. Wenn er nicht auch gesperrt wurde oder so, aber er wurde, glaube ich, irgendwie für ein paar Wochen oder so gebannt mal oder weiß es nicht, was los war, weil er irgendwie gegen das Spiel ein bisschen frech war oder so, aber ich will jetzt nicht allzu viel, also es kann auch nicht stimmen, aber ich habe irgendwas selbst gehört, aber tut mir leid, wenn ich irgendwie einen Fehler gesagt habe. Ja, ob er jetzt immer noch Bock hat zu spielen. Und wenn jemand anderes Bock hat, der das Spiel auch spielt oder spielen will, ich kann ihm natürlich helfen, hochbringen, hochleveln. Also, ich habe Erfahrung, es geht, aber ja, es ist halt so, dass ich die Gegner da nicht töten darf. Das müsst ihr dann töten, dann kann ich euch hochleveln und ein bisschen buffen und so. Wenn ich überhaupt Buffs habe als Hexenmeister. Und sonst, wir müssen zum Aussichtspunkt. Der ist hier oben. Okay. Und, ja, sagt schon. Oh, hier haben wir einen Panther. Oder so eine Echse, die wäre richtig schön. Ja, ja, es geht schon leveln und so. Und ich werde auch Items natürlich suchen. Aber natürlich eher hochlevelige Items. Aber da es recht einfach ist, durch dieses Spiel bis Level 30 zu kommen, wird es auch nicht so schlimm sein. Und wir werden wieder eine Gilde gründen. Und wer Bock hat, kann mitkommen. Und ja. Am Anfang werde ich noch kein Pferd machen. Kaufen. Oder eben ein Panther oder eine Echse. Das werde ich erst später denken. Ich muss sicher sein, dass mir Gamigo den Account nicht bannt und so. Weil ich will ja euch die Reiche zeigen und dafür brauche ich verschiedene Accounts. Ich will nämlich die Charakter nicht löschen. Und auch wenn ich sie nicht mehr spiele. Natürlich, ich werde sie auch nicht mehr spielen, aber trotzdem ja, möchte ich trotzdem alle Reiche zeigen und dafür habe ich mehrere Accounts Ding und das ist jetzt wirklich nicht schlimm. Ich weiß nicht, was die für Probleme haben. So, jetzt müssen wir mit dem reden. Gut. Also, das Spiel wird richtig viel Spaß machen, das weiß ich jetzt schon. Aha, wir haben einen Stab benutzt. Jetzt müssen wir die Fackel verwenden. Und wieder zurück. So, und dann wieder nach unten. Gut. Ah, hier haben wir noch eine. Können wir die Fackel nochmals ausrüsten? Gut. Dann haben wir schon Level 3 bald. Sehr schön. Ja, das Game gefällt mir richtig gut. Eigentlich, obwohl es natürlich sehr viele Macken hat. Es ist nicht mehr das jüngste Spiel und es, ja, es hat ein paar Probleme. Es ist halt ein Grinding-Spiel und ja, aber ich bin so als Fan eigentlich nicht böse auf so Macken. Ich finde es einfach noch nicht mehr so toll, weil das Spiel nicht mehr so entwickelt wird.
aber ich will alles das Beste und wenn ich wirklich Geld und die Macht habe, möchte ich auch Gamigo natürlich irgendwas spenden oder so. Oder NGD Studios eher. Und es voranbringen, weil Potenzial hat es. Also so ein Reichssystem, ein offenes Reichssystem Schlachten so, gibt es außer in Regnum nirgends. Das könnt ihr so lange suchen, wie ihr wollt. Es gibt wirklich nur immer Instanzen und sonstige Sachen und das macht halt auch nicht so viel Spaß auf längere Sicht. So. Dann finde ich, Regnum ist zum Let's Playen sehr schön. Zum Anschauen an auch und auch ja, zum Weiterkommen, zum Kollegen finden und so weiter. So, wir haben einen Stab, den wir noch nicht ausrüsten können mit 6 bis 8 Schaden. Gut. So. Jetzt haben wir das hier gelöst. Und ja. Eben nochmal sorry, dass ich die Quest-Sachen nicht vorlese oder sonst irgendwas. Wenn ihr genug schnell seid, könnt ihr auf Stopp klicken und das lesen. Sonst halt tut mir leid, aber ich habe wirklich keinen Bock, solche nichts aussagenden Quests zu machen. Zu lesen und so weiter. Also es ist wirklich sehr wenig erzählt. Fast gar nichts. Also geschichtlich ist wirklich nichts los in diesem Spiel. Das ist leider so, das ist natürlich ein Mako, aber das Spiel ist sowieso zum Schlachten da, zum Kollegen Spaß haben und nicht zum irgendwas geschichtlich zu lesen oder sonst irgendwas. Und ist recht schön, also die Grafik gefällt mir jetzt natürlich total gut mit der neuen Grafikkarte, aber auch vorher war sie nicht schlecht. Für ein Spiel, das 2005 gemacht worden ist, ist die Grafik eigentlich recht schön. Und ich mag irgendwie den Comic-Look. Auch wenn ich nicht alle Spiele mit Comic-Look gerne habe. Zum Beispiel Zelda Wind Waker finde ich überhaupt nicht schön. Auch die HD-Auflage finde ich nicht schön. Aber manche Comic-Looke habe ich eigentlich gerne. Und das dazu gehört hier Champions of Regnum. Und wir sind Level 4, fast Level 5, weil wir diese Quest gemacht haben, die 10.000 Erfahrungen bekommen oder so macht, oder 1.000 Erfahrungen, ich weiß es jetzt nicht genau. Aber vor allem haben wir jetzt richtig schön Level, also Erfahrung bekommen und können jetzt natürlich schneller zum Hexenmeister werden. Ich will nicht Energiebarriere, ich möchte Verherrlichung. Okay. Peng. 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 So geht's schneller natürlich. So. Jetzt werden wir ein bisschen Mana regenerieren bis zur letzten Puppe. So, wie viel Schaden machen wir hier? Auch 32. Schön, also die Angriffsgeschwindigkeit ist recht hoch. Keine Ahnung, wieso die so hoch ist. Ist der Stab schnell? Schauen wir gleich mal. Der ist mittel. Okay. Da machen wir noch 26 Schaden. So, haben wir das auch geschafft. Jetzt bekommen wir natürlich noch ein Level. Weil die Liste ist unten schon voll. So, nein, ich will nicht. Wieso habe ich... Ah, ich habe 0%. Sah so aus, als hätte ich Minuspunkte durch den Tod. Da bekommt man Minus-Attributspunkte. Ist nicht so nett. Aber... ja. Die Quest lassen wir. Die machen wir später. Und hier... können wir annehmen. Gut, hier ist eine Dunkelelfin. Wir müssen mit dir reden. Okay, hier war es ein bisschen zu schnell weg. Ich muss zum Beispiel jetzt zum Abfallen des Tals, das ist hier hinten, glaube ich.
Dann muss ich in grünes Tal, das ist auch hier unten grünes Tal, Specht mit Andral, da müssen wir noch kurz hier rein. Ja, wir haben ein neues Gewand. So, jetzt müssen wir noch, wo müssen wir noch hin? Also hier in diese Richtung müssen wir noch. Aber wir gehen jetzt hier runter. Kaufen müssen wir noch nichts. Und, oh, hier ist ein Schiff hier unten. Das war das letzte Mal noch nicht hier, als ich reingeschaut habe ins Siegenreich. Mhm. Sind überhaupt noch relativ viele Spiele online? Ja, also chatten tun manche. Gut. Und, auch ein paar im Handelschat. Okay. Im grünen Tal. Tötet eine Spinnenkönigin. Das ist kleine Tarantel. Besorgt 4 Hyänenfell von Hyänenjunges. Dann schauen wir mal, wo die Hyänenjungen sind. Da drüben. Nein, das ist eine Tarantel. Das sind überall. Das ist eins. So, suchen wir ein zweites. Hier haben wir noch ein Gestein. Sehr schön. So kleine Schätze sind immer gut. Ja, wir haben einen Magnanit. Das Beste natürlich, mit Abstand, was man daraus kriegen kann. Und später für Waffen und Rüstungen zuständig zum Craften. So, wir haben irgendwie hier keine Dinger. Hier haben wir eins. So, die Hirn ist schneller gestorben, als wir den Schaden gemacht haben. So ein kleiner Bug. Falsche Animation. So, wo haben wir denn hier noch ein paar Junge? Hier haben wir eins. Die sind gut getarnt. So, der Stab ist noch aktiv. Ja, hier oben seht ihr, welche Buffs aktiv sind. Und jetzt brauchen wir noch eins. Da ist eins. So. Ja, das Spiel ist relativ leicht zum Verstehen und so. Und für alles andere habt ihr im Forum genug Hilfe. Und es gibt noch eine alte Website, die nicht mehr aktuell ist. Aber ja, und das Forum leider auch nicht mehr benutzt wird. Aber dort habt ihr auch noch ein paar Tipps. Weil das Spiel hat sich in den letzten Jahren nicht ganz so oft verändert. Und ja, das meiste ist noch aktuell also. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mal kommt. Einfach mal anschreiben. Ich beiße nicht und bin sehr offen natürlich. Nehme natürlich alles an, was ich kann. Und wenn ich mal etwas nicht annehme, dann hat das irgendwelchen Grund. Aber ich möchte nicht böse sein. Ich möchte nicht der Böse sein. Dann, ja, sage ich natürlich auch immer was. Wieso nicht und so. Nach Eisenmine. Ah, wir müssen zum Hafen, der ist hier. Schauen wir mal in den Item Mall oder wie das auf Englisch heißt. Wir könnten natürlich irgendwie so ein Ignisros oder. Ja, das ist ein bisschen komisch, schlicht halt. Wir könnten hier zum Beispiel den Panther nehmen, aber. Ich weiß, wie passt irgendwie dieses Teil nicht so. Das Flammenross eher. Ach komm, wir holen das Flammenross für 10 Euro. Und ja. Wir werden verschiedene Dinge noch kaufen. Zum Beispiel eine Kleidung. Könnten wir hier irgendwie ein Piratenkostüm oder so kaufen. Für die Frauen.
Kopftuch. Nein, ich will kein Kopftuch, auch kein so etwas. Ja, werden wir dann einmal aussuchen. Aber eben am Anfang nichts kaufen. Wir sind genug schnell mit Laufen. Erst dann, wenn wir in die Kriegszone gehen, brauchen wir eigentlich ein Pferd. So, wir brauchen hier irgendwas. Ich habe es jetzt leider nicht gelesen. Tete, winziger Salamander, Eisenmine, Hirnfell von Fass. Ja, das muss hier vorne sein. Okay, suchen wir das mal. Also die Quests kann man auch nachlesen. Nicht hier, sondern hier. Das ist die Hirnfell. Hier sind sie. Okay, gut. Eins. Machen wir die da oben zuerst. So, die zweite Beute. Die zweite Beute. Die dritte Beute. Und dann müssen wir noch winzige Salamander töten. Okay. Machen wir das auch noch. Ja, die will noch viel. So. Und jetzt töten, töten, töten. Was sind denn das hier? Zombie-Pirat. Oh, die sind violett. Das ist nicht so gut. Und Ebralfliegen. Yeah. Jo. So. Und noch das letzte. Und jetzt können wir eigentlich alles zurück. Also dann werde ich noch zurück die Quests abgeben. Und dann ist der erste Part leider auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, er hat ihn euch schon mal gefallen. Und ja, sehr gespannt, wie ich mich schlage. Ich hoffe, ich werde recht gut dann später in den Reichsschlachten. Es wird natürlich deutlich schneller gehen. Ich werde nicht mehr natürlich so oft andere Sachen machen. Und ja, sobald ich das Pferd habe, gekauft habe, können wir dann Reichsquests machen. Die boosten den Charakter sehr schnell. Und da kann ich auch euch ein bisschen Sachen erzählen. Und ja. Ja, schade um Green Hell. Es war ein guter Clan, aber ich möchte jetzt wirklich nicht mehr Surtees nehmen. Und ich wollte schon immer eigentlich Ignis Let's Playen zeigen. Aber ja, weiß auch nicht, wieso ich das nie genommen habe. In der dritten Saison wollte ich es eigentlich nehmen. Da habe ich gemerkt, oh, ich will lieber in das Surtees Reich zurück. Und habe dann Surtees genommen natürlich. So, haben wir hier noch Quests? Nö. Dann gehen wir das nächste Mal nochmals hier nach oben und hier nach drüben und ja, erleben schöne Abenteuer in diesen Wüstengegenden. Ah, ich weiß noch, hier oben war wirklich nichts. Diese Tempelanlage hier kam erst später dazu und auch dieses Dorf war ganz wüst, also keine Details, nichts, nur so kleine Zelte. Jetzt sind es wenigstens Häuser geworden. Und der Monolith war auch in jedem Reich gleich. Glaube ich weiß. Und jetzt ist er schwarz. Also sie haben schon recht viel gemacht. Aber natürlich nicht so viel wie zum Beispiel bei ESO Online, also die Elder Scrolls Online. Oder Guild Wars 2 oder so.
Aber ich finde es, ja, Guild Wars 2, da wurde sehr viel einfach auf PvP geachtet oder auf Content. Da wurde nicht so richtig verschönert oder so. Das ist ein bisschen schade gewesen. Mir ist eigentlich Guild Wars 2 einfach vorbeigegangen, weil erstens ich wollte es nicht kaufen, weil es halt recht teuer war. Und zweitens, es hat, ja, das Kampfsystem war nicht mein Geschmack, die Optik war nicht mein Geschmack. Guild Wars 1 habe ich sehr gemocht. Habe ich die Demo gespielt, oder also kostenlos war es am Anfang, die Beta. Da war es noch kostenlos und später war es auch ein bisschen zu teuer für mich. Damals hatte ich wirklich noch fast kein Geld. Und ja, jetzt habe ich Geld, könnte ich Guild Wars 2 noch kaufen, aber ich weiß nicht, also weil ich ja so interaktiv sind. Ja, wenn ihr wollt, kann ich irgendein MMO BG Let's Playen, das hat ein bisschen kostet. Eigentlich wollte ich mal WildStar anschauen, vielleicht kaufe ich es mir, wenn es nicht zu allzu teuer ist. Sonst habe ich irgendwas anderes und ja. Gut, also nennt mir irgendwelche Vorschläge, Verbesserungsvorschläge, anders, wenn ich etwas anders machen soll, einen anderen Charakter spielen soll oder wenn ich einfach irgendwelche Scherze machen soll oder sonst irgendwas, dürft ihr mir alles denken. Und wenn ihr irgendwas zu verbessern habt oder Kritik an mich habt, dann dürft ihr das gerne auch. Ja, böse Sachen dürft ihr auch. Also sollte halt nicht gelogen sein. Aber ich bin halt auch nur ein 0815 Let's Player, aber ich möchte natürlich besser sein und ja, vielleicht gibt es ja irgendwas zu verbessern, das ich unbedingt verbessern kann. Und sorry halt, die Qualität und so leidet halt, weil ich sehr schlicht bin und nicht auf Effekte schaue, nicht auf Unterbrechungen, also Schnitte und kein Intro oder so etwas habe, weil ich sowieso Intros echt hasse, so langsam. Und ja, aber ich bin ein ganz normaler Let's Player, ich Let's Player und bin kein Komiker oder kein Sully, der Feiertante, sagt Sully. Ja, kein Multimedia-Spezialist oder so etwas. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und eben schreibt ruhig irgendwas unten hin oder liked es, wenn euch das Video ihr das Video möchtet oder das, also mögt oder gut findet oder so, sonst könnt ihr es auch ignorieren oder disliken. Ich schaue sowieso nicht so auf die Dislikes, weil es meistens sowieso die Hater sind, die disliken. Dann, ja, mir egal. Wäre schön, wenn ihr mich ein bisschen nach vorne bringen könntet. Ich habe jetzt die 250 Abonnenten erreicht. Jetzt ist es rund auf 48, weil YouTube ein paar inaktive Accounts gelöscht hat. Aber, ja. Wenigstens deabonniert mich niemand, außer ein oder zweimal hat jemand geschrieben, oh, ich muss dich jetzt deabonnieren, weil ich finde, die Let's Plays, die du machst, sind nicht mehr mein Geschmack oder sonst irgendwas. Kein Problem. Aber eben, ihr könnt immer wieder etwas verbessern, etwas vorschlagen oder so, um mich dadurch weiterbringen und ihr habt dann viel mehr Spaß. So, genug geredet. Das nächste Mal, ja. Gehen wir nach oben und hier nach drüben und machen Quests und bringen sie hoch. Und vielleicht ist das nächste Mal schon soweit. Ja, ich sage übernächstes Mal. Und wir werden Hexenmeister. Und ja. Okay, und den Barbar, den level ich nebenbei. Ich kann ihn ein paar Mal zeigen. Und jo, aber ich habe eben ja momentan auch nicht so viel Zeit, weil ich viel Fußball spiele und so. Aber ich werde schauen, dass ich den schnell leveln kann. Jo, Dankeschön und auf Wiedersehen. Bye.